Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich zusammen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hübi Gaming. Ja, hier dreht sich alles rund um Simulation. Herzlich willkommen im LS. Wir sind auf der Riedelweltle unterwegs. Oh, das hört sich an mit dem fränkischen Dialekt. Riedelweltle. Ja, wir haben uns... Letzte Folge gab es ja einen kleinen Fail. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Mein Spiel ist urplötzlich abgestürzt. Keine Ahnung, also hat nicht mehr reagiert. Man, ihr seht es ja auch im Video. Ich habe dann die Aufnahme auf Pause gedrückt. Und habe es dann wieder quasi angemacht. Wo es dann wieder neu geladen gehabt hat. Deswegen wird wahrscheinlich auch dieser kleine Versatz drin sein. Aber ihr habt ja so... alles mitbekommen. Ne? Und von daher, das passt. Jo. Ja, ich finde schön, dass die Riedelweltle so schön bei euch ankommt und vor allem auch gesehen wird. Das freut mich total, weil ich fühle mich total wohl auf der Karte. Hat genau die richtige Größe an Feldern. Und ist einfach wirklich schön gemacht, also muss man wirklich sagen, ist echt schön gemacht. Hat halt so einen Stappenbach-Style, ne? Also muss man halt auch so sagen. Aber gut, wir haben uns letzte Folge, wir haben ja einen anderen gehabt, einen anderen Fan, den Favorit. Aber ich glaube, an dem hat es gelegen, dass das Spiel dann abgekackt ist. Ich habe mir jetzt den geholt, der ist von Schnibbelmodding, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe. Ist ein Fendt 930 Vario TMS. Also eigentlich so ziemlich derjenige, der auch bei Sibasusum, der den bei Sibasusum gekauft wurde. Ne? Und der ist halt, der ist es halt, ne? Also wirklich, ne, der ist es. Wofür das hier allerdings ist, Fahrjoystick. Verstehe ich nicht so ganz, also. Ah, okay. Also er hat echt schöne Simple IC-Geschichten drin. Auch schön vertont, muss man ganz klar sagen. Zap, geht zu. Dann Real GPS. Hier so eine kleine vergilbte Lampe. Dann natürlich Dach öffnen. Die fehlen irgendwie noch ein bisschen, glaube ich. Ja, das kann man... ganz normal. Und was ich total feier ist, schaut, zapp, der taucht ein. Also echt wunderschön. Und der hat auch Druck, ne? So ist nicht, ne? Der will nach vorne, ne? Das merkst du halt, ne? So, den Kollegen stellen wir mal hier hin. Den brauchen wir jetzt erstmal halt. So, dann laufen wir mal zum Feld. Da müssen wir noch ein bisschen was arbeiten. Wir waren ja mit der Ernte fertig. Oh. Den Drescher wollten wir ja verkaufen. Da war ja was. Drescher haben wir ja verkauft. Dann ist mir ja das Spiel abgeschmiert.
Aber ich muss ganz klar sagen, also ich weiß nicht, weil Fendt ist halt immer so, ja, man hat's auf jeder Karte und was ich jetzt so groß eigentlich noch nicht gespielt habe, wäre jetzt schon dir gewesen. Also ich hätte gesagt, wir holen uns auf jeden Fall ein John Deere. Muss mal gucken, vielleicht für den Hof oder irgendwie sowas. Mal schauen. Aber auf jeden Fall, denke ich, werden wir das machen. Ja, ich freue mich schon auf die Frontlader-Aktion hier mit den Ballen. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen ohne. Oder was heißt wir? Ich habe gesagt, ich möchte gerne ohne. Ohne Autoloader auskommen, weil so dicke ist es hier nicht und von daher würde ich mehr als gern ohne Autoloader quasi die ganze Geschichte machen. Bin ich dann gleich gespannt, ob er wieder was liegen gelassen hat. Weil das ist ja so die Krux bei den Pressen. Ja. Aber gut. Ich glaube, im echten Leben ist es tatsächlich auch so, dass halt immer so ein bisschen was liegen bleibt. Man kann es nie hundertprozentig machen. Ja, aber ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt eine halbe Bahn liegen lassen. Das wäre maximale Verschwendung an Ressourcen. Aber wenn jetzt immer so ein Häufchen liegen bleibt, ja, mein Gott, dann ist das so. Und ganz ehrlich, wenn, dann stelle ich den Tempomat halt ein bisschen runter. Vielleicht liegt es ja da dran. Können Sie ja mal testen jetzt mit der nächsten Bahn. Oh, hoppla! Man sollte vielleicht schon die Bahn fahren, ne? Sonst bleibt dann wieder mehr liegen. Aber das können wir eigentlich gleich mal. Jetzt gehen wir mal auf 20 km/h. Schauen wir mal. Also 20 ist anscheinend immer noch zu schnell. Schauen wir mal bei 15, ob er da. Wenn nicht, oh mein Gott, dann ist das so. Sehe jetzt nicht so eng. Ja, man muss nicht immer alles so hundertprozentig genau nehmen. Es ist und bleibt immer noch ein Spiel. Und von daher, ich meine, man versucht es halt für sich selber so realistisch wie irgend möglich zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Es ist so. Oder was heißt, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Also wenn es halt von den Gegebenheiten so ist, dann ist es halt so. Ah, okay. Bei 15 funktioniert's. Also fahren wir halt mit 15. Ne? Mein Gott. Ist jetzt nicht schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Damit kann ich leben. Außerdem, wir sind ja nicht auf der Flucht. Ich meine, klar, für euch wird es vielleicht dann ein bisschen langweilig, ne, nach einer gewissen Zeit, ne, wenn man nur presst. Aber es gehört halt nun mal auch dazu. Ne, es ist halt ein Simulator. Und im Simulator muss man halt auch mal Sachen machen, wo es einem vielleicht nicht so auf Anhieb gefallen. Ne, das ist,
genauso wie ich pflügen. Mein gut, das lasse ich dann tatsächlich vom Helfer machen, weil in der Zeit kann ich dann schon was anderes machen, wie mähen oder irgendwie sowas. Na, dass wir Ballen zusammenbekommen. Auf jeden Fall müssen wir uns noch zwei Wiesen kaufen. Das ist Fakt. Eine Wiese wird Heu und eine Wiese wird Silage. Dann haben wir ja noch das, die zwei Maisfelder. Die sind ja auch noch da. Ja, ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Alle sind gesund. Keiner hat irgendwelche Gebrechen oder... Ne? Also ich sag's jetzt auch nochmal. Montag, Dienstag, Mittwoch. Also quasi zum Bergfest. Herzlich willkommen dazu eigentlich nochmal. Na, heute ist Bergfest. Montag, Dienstag, Mittwoch kommt auf jeden Fall der LS. Donnerstag eine Folge LS und wahrscheinlich eine Folge SnowRunner. Oder ich mache zwei Folgen SnowRunner, je nachdem. Na, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare pinnen, wie ihr das ganz gerne hättet. Aber die zwei Spiele möchte ich auf jeden Fall machen, weil SnowRunner kommt auch echt gut bei euch an. Dann schauen wir mal. Nächste Folge SnowRunner werde ich wahrscheinlich versuchen, da ich das Lenkrad ja eh schon dran habe, am Lenkrad zu fahren. Mal schauen, ob der Support jetzt funktioniert oder nicht. Weil das hat mir ein Zuschauer und wahrscheinlich auch mittlerweile Abonnent unten in die Kommentare beim letzten Video geschrieben. Oder bei einem SnowRunner-Video geschrieben, dass sein Trustmaster nicht unterstützt wird. Also da müsst ihr gucken im Internet. Da ist tatsächlich, gibt es da eine Liste bzw. eine Update-Liste, welche Lenkräder von SnowRunner unterstützt werden und welche nicht. Also meins, das G29, was ich habe mit Shifter, war oder ist tatsächlich auf diesen auf dieser Liste mit drauf. Ich kann es aber, also ich habe es damals nicht spielen können. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das muss ich ausprobieren. Genau. So. So, dann fangen wir mal die hier mal, ne? Vollen Anhänger macht er halt unglaublich viel Zicken, ne? Also ich glaube, da wären Schlepper tatsächlich besser. Die Frage ist aber, ob ich ihn behalte. Ne? Das ist die nächste Frage. Gut, dann reißen wir hier mal weiter. Ja, die letzte Folge war ja aufgrund dieser kleinen Absturzgeschichte etwas kürzer. Heißt aber jetzt nicht automatisch, dass diese Folge länger wird. Bedeutet eigentlich nur, dass die wieder normal von der Länge her wird. Also so circa eine halbe Stunde. Genau.
bin mir noch unschlüssig mit der Presse, ob ich die weiter benutzen soll, weil das ist halt schon ein ziemliches Brett. Aber ich finde es echt toll, dass das alles so gut und vor allem auch sehr schön bei euch ankommt, dass euch das freut. Ich finde es auch unglaublich fantastisch mit den Abonnenten. Also hätte ich damals nie gedacht, wo ich angefangen habe mit YouTube. So der Meilenstein, so 100 Abonnenten war immer da, ne, dass ich den erreiche. Aber ich habe gedacht, na okay, ne, das ist... Man hockst dich halt ein wenig an den Rechner, laberst ein bisschen, ja, und spielst nebenbei. Mein Spielen tue ich sowieso, das Labern ist halt jetzt dazu gekommen. Und dass es halt eben so bei euch ankommt, vor allem auch, ne, mit dem LS. Ich meine, mittlerweile muss ich ja echt sagen, der LS hat sich so heftigst gemacht, also wirklich heftigst gemacht. Hat ja auch eine E-Sport-Szene. Jetzt werden der ein oder andere, der es jetzt sieht, wird lachen. Aber das ist tatsächlich so, dass der LS eine E-Sport-Szene hat, die nicht von schlechten, also für seine Verhältnisse echt gut bezahlt wird. Ne? Also, wenn da gewonnen wird. Und das sind auch regelmäßig Turniere und so weiter. Also, echt krass eigentlich. Hätte ich nicht gedacht. So, letzte Bahn. Dann kommen wir ja heute doch noch zum Einsammeln von den Wallen. Das ist ja geil. Das ist ja spitze. Ah, und wir behalten die Presse, glaube ich. Mit 15 km/h funktioniert das. Da lässt es so gut wie nichts liegen. Und das bisschen, das wird untergepflügt und gut ist. Fertig ist. Ja, also so machen wir das jetzt. So, leider bekommen wir sie nicht mehr voll, aber das macht nichts. Dann wird es eben dann beim nächsten Mal passieren. So, dann fahren wir den Kollegen mal nach Hause und räumen die Presse auf. Müssen noch nicht mal Silageballen machen, sondern ich glaube, ich habe sogar, ja, genau, das Fermenter-Silo, und das ist geil. Da spare ich mir nämlich dann das, spare ich mir einen Arbeitsschritt und kippe das da einfach rein und gut ist. So. Stellen wir den Kollegen hier mal ab. Genau. Dich wollte ich. Ja, ich hätte gesagt, den kleinen MF hier, den verticken wir. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Hof. So, dann...
verticken wir. Ja. So, zapp, weg. So, und da holen wir uns. Schauen wir mal, was wir so an Kompaktgeschichten da haben. Weil es reicht ja nur was Kleines für einen Hof. Ne? Es reicht ja einer mit einem Frontlader. Der reicht ja dicke. Ich habe einfach zu viele Mods hier drin. Aber das ist ja bekannt. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Hat er einen Frontlader? Kann er einen Frontlader zu machen? Scheinwerfer. Nee, natürlich nicht. So, schauen wir mal. Ich glaube, der reicht vollkommen. Der 630 Premium. Was haben wir da? Hauer. Ich meine, verkaufen wir jetzt nicht das Thema, ne?
So. Nochmal die. Das reicht, denke ich. Fahren wir mit dem Hobel nach Hause. Ja, und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, wenn es heißt, auf zum Ballen sammeln. Ich bereite dann schon mal ohne euch alles soweit vor. Ja, aber ich denke, alternativ hätte man natürlich auch so einen blöden Schäfer oder sowas nehmen können. Ja, also ja, jetzt nehmen wir den und fertig. Koppeln wir noch an. Ich habe auch schon den richtigen Wagen. Ich denke, der passt da echt schön rein. Genau, und dann steht noch auf der Agenda zwei Wiesen. Eine für Heu, eine für Silage. Die zwei Durchfahrsilos da, die brauchen wir nicht. Aber ich muss jetzt auch nicht wegmachen. Ja, genau. Hübi, wieder nicht nachgedacht. So. Gut, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, auf geht's, Strohbergung. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.